Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum DZ-Bank-Webinar. Es ist Montag pünktlich um 19 Uhr und mein Name ist Christoph Kraus. Ich begrüße auch gleichzeitig Dirk Oppermann und Armin Kremser aus unserem Research-Team zum heutigen Thema technische Analyse und vor allem auch Einschätzung der Finanzmärkte. Aber schauen wir uns, bevor es losgeht, nochmal kurz die rechtlichen, Ihnen natürlich schon lange bekannten rechtlichen Hinweise an. Unsere Webinarreihe richtet sich an kundige Selbstentscheider. Wir können im Rahmen dieses Webinars keine Anlageberatung durchführen und die Produkte, die gezeigte Produkthinweise dienen lediglich zu Demonstrationszwecken. Hebelzertifikate bergen ein hohes Risiko. Und ein Totalverlustrisiko ist möglich. So viel dazu zu den rechtlichen Hinweisen. Und ja, ereignisreiche Wochen liegen hinter uns. Ich denke, die beiden haben einiges zu berichten zu den Aktienmärkten, zu den Renten, zu den Währungen und zu den Rohstoffen. Und dazu wünsche ich uns jetzt allen viel Spaß und übergebe das Wort an Armin Kremser zuerst mal. Ja, also auch von meiner Seite schönen guten Abend. Ich werde jetzt erstmal den Bildschirm holen. So, dann können wir auch gleich loslegen. Ja, ich werde zunächst einmal ein Update geben zum Aktienmarkt und der Dirk wird sich dann fokussieren auf die übrigen Assetklassen, den Rentenmarkt, das Währungspaar Dollar-Euro und dann noch einige Aspekte im Rohstoffsektor beleuchten. Wie gesagt, ich starte jetzt mit dem Aktienmarkt und da möchte ich auch gleich in Medias Res gehen. Ja, starten möchte ich eigentlich wie immer mit dem US-amerikanischen Aktienmarkt, denn ja, da spielt sich ja das Geschehen hauptsächlich ab, die Weltleitbörse, um die geht es. Und ja, da ist ja einiges passiert in den letzten Wochen, wie an den meisten Aktienmärkten. Wir hatten ja crashartige Ausverkaufsbewegungen gehabt, die in allen wichtigen Aktienindizes ihre Spuren hinterlassen haben. Und in der Rückschau müssen wir sagen, dass die Abrisskante lediglich eine logische Konsequenz des vorherigen Marktgeschehens war, denn es handelte sich insbesondere am US-Aktienmarkt um einen sogenannten Distributionsprozess, den wir auch mit verschiedenen Werkzeugen der technischen Analyse abgreifen konnten. Lediglich das Timing war hier die große Unbekannte. Es hätte also genauso gut einen Monat vorher oder auch einen Monat später passieren können. Aber jetzt freue ich mich, dass ich Ihnen endlich einmal was Neues erzählen kann, denn es war vielleicht in den letzten Monaten, wenn Sie mir zugehört haben, immer ein wenig langweilig, weil Sie eigentlich von mir immer dasselbe gehört haben, denn ich habe ja auch lange darauf gewartet, dass jetzt diese Abrisskante passiert, denn ja, der Aktienmarkt hat es von langer Hand vorbereitet und diese Seitwärtsbewegung war zäh wie Leder und von daher war es vielleicht das eine oder andere Mal für Sie langweilig und darum muss es jetzt für Sie umso spannender sein. Ja, hier sehen wir nochmal die Advanced Decline Line an der NYSE, die sich aus der kumulativen Differenz zwischen steigenden und fallenden Aktien berechnet. Wenn diese Linie steigt, dann heißt es, dass mehr Aktien steigen als fallen und umgekehrt sinkt diese Linie, dann heißt es, es fallen mehr Aktien als dass welche steigen. Und dieser Indikator ist insbesondere dann von Wert, wenn er gegenüber dem Marktverlauf divergiert. Und genau diese Situation hatten wir in den letzten Monaten gehabt. Das heißt, der S&P ist immer weiter gestiegen, hat neue Hochs herausgebildet und diese Advanced Decline Line, die ist gefallen und das eigentlich schon seit Monaten. Ja, und damit wurde hier diese Abschwungphase vorbereitet, denn der Aufschwung wurde von immer weniger Einzelwerten getragen und also im Zeitablauf ein immer ungesünder werdender Anstieg und der muss irgendwann zu einer ausgewachsenen Korrekturphase führen. Zur Ergänzung dann hier ein anderer Indikator, wo wir aber dasselbe Phänomen nochmal abgreifen können, und zwar die Zahl der an der NYSE gelisteten Aktien mit einem neuen 52-Wochen-Hoch war stark rückläufig. Zuletzt hier, also auch hier diese negative Divergenz, während der S&P weiter Hochpunkte generieren konnte. Und hier liegt eben auch der Wert dieses Indikators in der frühen Indikation eines Distributionsprozesses bzw. eines Markthochs. Ja, nun ist also das Kind in den Brunnen gefallen und wir müssen eruieren, wie sich die jüngste abwärts gerichtete Crashbewegung in den längerfristigen Kontext einordnen lässt. Und ja, dazu ist es angebracht, diesen Ausverkauf mit ähnlich gelagerten Fällen der Vergangenheit zu vergleichen. Crashes treten in unregelmäßigen Abständen auf,
aber die dahinterstehenden psychologischen Verhaltensmuster sind stets sehr ähnlich. Und ja, dazu ist es eigentlich immer ratsam, wenn so eine Bewegung passiert, dass man sich dann einfach mit ähnlichen Bewegungen der Vergangenheit auseinandersetzt. Und in diesem Zusammenhang haben wir gerade, was den Bullenmarkt seit 2009 betrifft, haben wir zwei solche Ereignisse gesehen. Zum einen hier im Mai 2010 den sogenannten Flash Crash und dann im August 2011 den 19% Crash, kann man sagen. Und diese zwei Crashes sind sozusagen die wir aus der Kiste holen können, wenn es darum geht, jetzt das aktuelle Marktgeschehen zu bewerten. Und ja, da können wir also diese zwei Marktbewegungen mal genau unter die Lupe nehmen. Zunächst einmal hier dieser Flash Crash vom Mai 2010 und der weist gewisse Merkmale auf. Zum Beispiel haben wir hier, bevor der Crash losging, zunächst einmal kaum eine Top-Bildung gesehen, jedenfalls nicht langgezogen über den Faktor Zeit. Dann hatten wir es mit drei Abschwungphasen zu tun. Hier die orangefarbenen Pfeile, können Sie diese Abschwungphasen noch mal sehen. Und zwischen diesen Abschwungphasen hatten wir immer sehr, sehr volatile Erholungsbewegungen gehabt. Zunächst einmal hier die sehr scharfe Erholungsbewegung und dann hier diese dreiteilige Erholungsbewegung, bevor es dann zu einem finalen Tief kam. Und der Abstand zwischen den beiden Tiefpunkten, also zwischen dem ersten Tiefpunkt und dem zweiten Tief und dem letzten, dem finalen Tiefpunkt, das waren genau 38 Handelstage. Und auch eine Besonderheit ist, dass relativ kurze Zeit später, nämlich ungefähr 4 Monate, der Markt schon wieder ein neues Hoch erreicht hat. Der August 2011 Crash, der war gekennzeichnet durch eine längerfristige Top-Bildungsphase, die Sie hier sehen. Dann hatten wir nur zwei statt drei Abschwungphasen. Aber ebenfalls wie im Flash Crash 2010 haben wir auch hier eine sehr, sehr volatile Erholungsphase gehabt. Ja, und auch zwischen diesen Tiefs lagen genau 38 Handelstage. Und auch hier wurden im Anschluss relativ zügig wieder neue Hochs erreicht, nämlich genau genommen rund 5 Monate. Das heißt also, wir haben bei Crashes viele Gemeinsamkeiten, aber eben auch signifikante Unterschiede. Die wesentlichen Unterschiede liegen hier im vorliegenden Fall in der Art der vorangegangenen Top-Bildung und der Anzahl der Abschwungphasen. Aber die Ähnlichkeiten liegen in der jeweils sehr volatilen Zwischenphase, in der wir uns auch aktuell befinden im Markt, und dem zeitlichen Abstand der Tiefs. Ebenfalls gemeinsam ist hier, dass wir neue Höchstmarken bereits nach 4, 5 Monaten erreicht haben. So, und aufgrund der langgezogenen Top-Bildung in diesem Jahr und auch aufgrund der Tatsache, dass 2011 wie 2015 ein Nachwahljahr im US-Präsidentschaftszyklus war, sind wir der Ansicht, dass die aktuelle Situation weitaus mehr Parallelen mit dem 2011er Crash aufweist und sehen also hier die größere Chance auf Ähnlichkeiten im Ablaufmuster. Aber natürlich haben auch viele andere Marktteilnehmer diesen Vergleich mit dem 2011er Crash auf der Rechnung, das ist uns bewusst, und deshalb versuchen wir natürlich auch die Blaupause, die wir dadurch haben, auf Schwachpunkte hin zu überprüfen. Und da kommen wir gleich zu dem ersten gravierenden Unterschied. Moment, wo ist es hier? Genau. Wir haben nämlich noch kein extremes Sentiment erreicht. Ja? Also hier sehen Sie die NDR Crowd Sentiment Poll. Das ist ein Stimmungsindikator, der als Aggregat aus vielen verschiedenen einzelnen harten und weichen Indikatoren zusammengesetzt ist. Er beinhaltet beispielsweise Umfragen, Put-Call-Ratios, implizite Volatilitäten und so weiter. Und dieser Stimmungsindikator, er signalisiert, dass noch relativ viel Platz nach unten ist, bis also ein belastbares Markttief erreicht werden kann. Sie können hier sehr gut sehen, anhand der schwarzen Kreise hier, die Situation 2010 und 2011, dass wir da also in den Situationen jeweils noch einen weitaus höheren, größeren Pessimismus im Markt hatten, als das aktuell der Fall ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir zwar eine Panik gesehen haben, aber die Kapitulation fehlt. Und dadurch halten wir es für sehr wahrscheinlich, dass wir eben das ultimative Tief noch nicht gesehen haben. Ja. Darüber hinaus können wir sagen, dass von der Zyklik betrachtet, dass im sogenannten Vierjahreszyklus, der sich aus dem US-Präsidentschaftswahlzyklus ableitet, dass wir auch vor diesem Hintergrund noch weitere Risiken auf der Zeitebene sehen.
Wahrscheinlich ist der Vierjahreszyklus, der US-Präsidentschaftszyklus geläufig. Also ein typischer Marktzyklus am Aktienmarkt mit immer wiederkehrendem Verlauf. Und hier sehen Sie also diese typische Statistik oder den statistisch zu erwartenden Verlauf, also eine Blaupause für das Vorwahljahr 2015. 2016 ist also ein Wahljahr, da wird der nächste US-Präsident gewählt, demzufolge 2015, also das Vorwahljahr. Wir haben hier nochmal einen Filter über die Statistik drüber gelegt und haben nur Vorwahljahre untersucht, in denen der US im Amt befindliche US-Präsident bereits eine zweite Amtszeit innehat. Also von daher hier auch eine geeignete Blaupause für den Verlauf im Herbst. Und hier sehen wir also, dass wir eben noch nicht in einem Zeitfenster angelangt sind, wo wir mit einem Boden rechnen können. Dem können wir erst für Oktober, November ableiten. Und von daher haben wir also auch von der Zyklik her hier noch ein Risiko im Markt. So, insgesamt, jetzt wollte ich eigentlich nochmal auf die Folie davor zu sprechen kommen, die wir hier hatten. Genau, daher insgesamt also unsere Prognose, dass wir ja, kurzfristig noch im Rahmen uns einer intakten Erholungsbewegung befinden. Wie gesagt, also die Ähnlichkeiten im Ablaufmuster der Crash. Hier haben wir es mit einer volatilen Phase zu tun, also die auch sehr, sehr schwer abzugreifen ist, gerade auch im Trading-Bereich. Aber wir können hier doch zumindest die konsistente Aussage treffen, dass diese Erholung eben noch nicht beendet ist, dass sie unter ja, sehr schwankungsintensiven Bewegungen noch anhalten dürfte. Und charttechnisch könnten wir durchaus nochmal auch ein neues Erholungshoch sehen. Das heißt also nochmal den Bereich um 1995 Punkte unterschreiten, beziehungsweise eben in den Korridor auch bis 2040 Punkte eintreten. Also das ist das zumindest, was wir jetzt kurzfristig über den September noch zu erwarten haben. Ja, dann mittelfristig, wie gesagt, können wir nicht ganz so optimistisch ja, dreinblicken, sage ich mal, sondern da aufgrund der vorgenannten Aspekte, dass eben also auch sentimenttechnisch noch kein Boden erreicht sein dürfte, haben wir weitere Rückschlagsrisiken. Das heißt, wenn diese Erholungsbewegung jetzt innerhalb der nächsten Wochen ausläuft, dann könnten wir nochmal einen relativ empfindlichen Schlag sehen am US-Aktienmarkt. Hier sehen Sie den Weekly Chart im S&P 500, und zwar mit Beginn des neuen Aufwärtszyklus im Jahr 2011. Da haben wir das Fibonacci Retracement, das 38,2% Retracement hier abgetragen, und das befindet sich bei 1730 Punkten, wie Sie hier sehen. Und das wäre also ein Rückschlagsrisiko, was wir uns also im Rahmen dann der aktuellen Abwärtsbewegung noch vorstellen könnten, bevor wir dann möglicherweise im Oktober, November eben die nächste taktische oder Swing-Kaufgelegenheit erhalten. Ja, dann möchte ich da zum deutschen Aktienmarkt überleiten. Zunächst einmal hier einen Blick auf den kurzfristigen DAX im Daily Candlestick Chart. Also ein ganz ähnliches Marktverhalten wie am US-Markt, auch mit der crashartigen Abwärtsbewegung und jetzt mit der intakten Erholung. Die Erholung, die ist immer sehr schwer abzugreifen bzw. sehr schwer zu modellieren. Wir haben eine gewisse Grunderwartung. Die Grunderwartung lautet ABC-Erholung, aber die einzelnen Wellen lassen sich eben nicht in ein spezielles ja, Schema pressen, wie der Markt unbedingt laufen muss, sondern wir haben es auch in den letzten Tagen gesehen. Es ist einfach sehr, sehr schwer, hier mit Geld zu verdienen, mit einer möglichen C-Welle. Aber auch hier können wir sagen, dass wir diese gesamte Erholungsbewegung eben noch nicht abgeschlossen haben und sind der Ansicht, dass wir hier nochmal, auch wenn diese B-Konsolidierungswelle nochmal etwas tiefer gehen sollte, dass wir trotzdem noch mit einem finalen Aufwärtsschub nach oben zu rechnen haben. Und aus charttechnischer Sicht könnte diese gesamte Erholungsbewegung dann nochmal bis 10.650 Punkte tragen. Das ist hier das Zwischentief, was Sie hier im Juli sehen. Also soweit könnten wir uns relativ gut vorstellen, dass es nochmal nach oben geht oder sogar bis 10.800 Punkte. Das wäre hier das 61,8% Fibonacci Retracement dieser gesamten Verlustwelle, die Sie hier sehen. Aber gleichzeitig muss man auch dazu sagen, dass jegliches Kursgeschehen, was unterhalb der 200-Tage-Linie sich abspielt, also unter 11.000 Punkten, ist im mittel- bis langfristigen Kontext bärisch zu beurteilen und sollte im weiteren Verlauf eben auch zu neuen Tiefs führen. Ja, und wir haben
Ich hatte auf einer der vorhergehenden Folien einiges zum US-Sentiment gesagt. Wir haben natürlich auch zum deutschen Aktienmarkt ja, relativ viel Sentiment-Indikatoren, die wir hier abgreifen können. Die Firma Sentix, die führt wöchentlich eine Umfrage unter den institutionellen Anlegern, Portfoliomanagern und Analysten durch und fragt also ab, wie die kurzfristige Stimmung ist, aber eben auch, wie die langfristige Stimmung ist. Und das fasst man unter dem Begriff strategischer Bias zusammen. Das bedeutet nichts anderes als eine ja, längerfristige Wertwahrnehmung in Bezug auf ein Investment, in dem Fall in Bezug auf den DAX. Da wird also gefragt, wo sehen Sie den DAX in 6 Monaten beispielsweise? Ja, und hier können wir eben erkennen, dass diese langfristige Grunderwartungshaltung für den DAX von Seiten der Investoren, dass die zwar kurzfristig ein bisschen rückläufig ist, dass sie aber auf einem absoluten Niveau betrachtet immer noch sehr, sehr hoch ist. Und das ist momentan also dieses große Risiko, was wir im Markt sehen, dass einfach dieser strategische Optimismus nicht so recht aus dem Markt weichen will und das, obwohl wir eigentlich schon eine beträchtliche Abwärtsbewegung hinter uns haben. Und das ist im weiteren Verlauf sehr, sehr gefährlich. Wenn wir uns den gleichen Indikator nochmal anschauen, aber in einer längerfristigen Einstellung, Sie können ihn hier zurückverfolgen bis Anfang 2007, dann können wir nämlich erkennen, dass dieser strategische Optimismus immer noch sehr, sehr hoch ist. Und gerade hier lässt sich auch eine sehr gute Vergleichbarkeit herstellen, wieder mit dem Jahr 2010 bzw. 2011. Wenn Sie hier schauen in den orangefarbenen Kreisen, da hatten wir damals auch eine ja, mehrmonatige Seitwärtsbewegung gehabt, die dann schlussendlich nach oben sich aufgelöst hat. Und in der Phase hat der strategische Bias ist sehr stark in den Optimismus gelaufen. Und dann hatten wir eine Top-Bildung. Und genau das Gleiche ist jetzt auch im Jahr 2014, 2015 passiert, also auch hier die langgezogene Seitwärtsbewegung. Dann mit dem Ausbruch nach oben, strategische Bias, hat sich nochmal auf ein optimistisches Extremniveau geschoben. Also die Masse der Anleger hier sehr, sehr bullisch. Und der Unterschied zu damals ist jetzt eben, dass wir noch keinen richtigen Rückzug gesehen haben. Im Gegenteil, wir sind immer noch recht bullisch. Und Sie können hier erkennen, im Jahr 2011, als dann der Crash passiert ist, ist der strategische Bias, also die Wertwahrnehmung, ist relativ rasch dann auf die Nulllinie gegangen und erst im Bereich der Nulllinie hatten wir die Chance auf ein vernünftiges Tief gehabt und diese Komponente, die fehlt in der aktuellen Betrachtung. Und daher halten wir es für sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir das Tief einfach noch nicht gesehen haben, sondern dass dann erst noch ein bisschen mehr Wasser den Rhein hinunterfließen muss, bevor der DAX dann wirklich ein belastbares Tief markiert und wir hoffen uns einfach, oder wir erhoffen uns, dass wenn wir nochmal ein weiteres Abwärtsbein nach unten markieren, dass dann endlich dieser strategische Bias, dieser strategische Optimismus, dass der aus dem Markt weicht, denn dann hätte der DAX tatsächlich die Chance auf ein Tief. Ja, wenn Sie vielleicht auch die letzten Tage und ja, vielleicht 2 Wochen, sagen wir mal, sich die entsprechenden Publikumszeitschriften oder Titelseiten, Schlagzeilen, wie auch immer im Wirtschaftsteil, Finanzteil der Gazetten angeschaut haben, dann haben Sie wahrscheinlich auch den ein oder anderen bullischen Kommentar gesehen. Da wollte ich Ihnen in diesem Zusammenhang 2 Titelseiten zeigen. Einmal hier links die Wirtschaftswoche, ganz großer Aufmacher, jetzt kaufen und Focus Money dann rechts daneben. Wenn Sie jetzt Aktien kaufen, glauben Sie wirklich, dass Sie einen Fehler machen? Ja, solche bullischen Schlagzeilen, sage ich mal, da kann ich Ihnen versprechen, solche Schlagzeilen sehen Sie nicht an wichtigen Aktienmarkt-Tiefs. Das ist eigentlich momentan so das große Manko, was der Aktienmarkt hat, dass die Masse der Marktteilnehmer eigentlich immer noch viel zu bullisch ist, um hier eigentlich von einem richtigen Markttief auszugehen. Denn meistens, wenn ein echtes Markttief drin ist, dann werden sie andere Schlagzeilen lesen. Dann ja, werden sie wahrscheinlich lesen, warum der Aktienmarkt jetzt so stark in die Grütze gegangen ist, welche Gründe es dafür gibt und warum wir jetzt lange Zeit brauchen, bis wir wieder aufsteigen und so weiter. Aber diese Art von Schlagzeilen sind mir einfach viel, viel zu positiv, um hier an dieser Stelle schon ein Tief auszurufen. Also, was ich damit sagen will, der Titelblattindikator ist alles andere als positiv zu interpretieren und spricht eben dafür, dass wir einfach nochmal weiter nach unten laufen müssen. Ja, wenn wir das Ganze einordnen in so einen psychologischen Börsenzyklus, das haben wir auch schon in den letzten Webinars immer mal gemacht, dann dürften wir also hier den Zenit überschritten haben. Das wäre also dann hier das Hoch vom April im DAX gewesen. Und jetzt gehen wir zwar runter, aber ja, so richtig
aussteigewillig ist die Masse noch nicht. Tenor heißt momentan gesunde Korrektur. Also der Konsens bleibt noch positiv und das ist eben Gift für den Aktienmarkt. Also dahingehend, also dass man schon jetzt wieder zum Einstieg blasen könnte. Und daher gehen wir da einfach davon aus, dass wir dieses Tief, was wir markiert haben im DAX bei 9.340 Punkten war es, glaube ich, am 24. August, dass wir das nochmal unterschreiten, um endlich hier auch eine ja, sentimenttechnische Bereinigung zu bekommen. Ja, dann wollte ich noch abschließen mit einer Elliott Wave technischen Betrachtung, denn wir haben immer mal wieder Anfragen bekommen in den letzten Wochen. Mensch, könntet ihr nicht nochmal ein Elliott Update geben? Das habt ihr jetzt ein paar Mal gemacht in den Webinars und dem haben wir jetzt auch oder wollten wir jetzt Rechnung tragen. Deswegen habe ich auch nochmal mein Elliott technisches Bild überarbeitet. Ich möchte ganz kurz noch einen Rückblick geben. Das war das letzte Webinar vom 13.07. Da haben wir gesagt, dass wir seit 2011 einen neuen 5er Aufwärtszyklus nach Elliott sehen, also hier mit den Wellen 1, 2, langgezogene Welle 3. Und da war also meine These, dass wir uns jetzt hier, obwohl wir ein neues Hoch gemacht haben im Jahr 2015, dass wir uns immer noch in einer seitwärts gerichteten Welle 4 befinden und da hat noch diese letzte Komponente gefehlt, die C-Welle im Rahmen einer möglichen ABC, die Sie hier orangefarben eingezeichnet sehen. Und die sollte durchaus bis in den Bereich unter 10.000 gehen. Und wenn wir uns jetzt anschauen, was da draus geworden ist, ja, können wir erkennen, dass es eben tatsächlich runterging. Aber aufgrund ja, der übrigen Komponenten der technischen Analyse, wir betrachten ja Elliott nicht isoliert, sondern Elliott Wave unterliegt immer einer gewissen Subjektivität und daher müssen wir das Elliott-Bild auch in den Gesamtkontext eben einbetten und einordnen und sollten es nicht isoliert betrachten. Und da wir jetzt gerade herausgearbeitet haben, dass wir eben nochmal ein neues Tief voraussichtlich machen werden, musste ich also notgedrungen meinen Elliott-Count ein bisschen modifizieren, ein bisschen anpassen. Und ich gehe also jetzt davon aus, dass wir eben im Rahmen der Welle C nochmal ein tieferes Tief bekommen. Und das würde sich dann einbetten lassen in eine ja, weitergehende Seitwärtsbewegung der Welle 4. Und daher erachte ich es für zunehmend wahrscheinlich, dass wir eben kein einfaches ABC bekommen, sondern möglicherweise ein Dreieck, ein Triangle, was dann eben die Struktur ABCDE zur Folge hätte. Und das würde bedeuten, dass wir bis ins Jahr 2016 hinein noch per Saldo hier seitwärts gingen und demzufolge auch ja, zumindest auf der Swing-Trader-Seite recht interessant wäre. Bedingung dafür ist klar, dass man das Oktober 2014 der Tief bei 8.350 Punkten beziehungsweise auf Schlusskursbasis lag es bei 8.500 Punkten, dass wir das nicht unterschreiten, sondern dass wir also hier oberhalb dieser Marke zum Stehen kommen, wie Sie es hier auch skizziert sehen. Das wäre also die Grundbedingung und dann müsste man also an diesem Count auch nichts ändern, sondern dann könnte man sich in Ruhe eben überlegen, wie das Ganze dann ins Jahr 2016 hinein verläuft. Ja, damit möchte ich auch mit meinem Aktienmarkt-Part schon zum Ende kommen. Vielleicht noch ein Wort zu dem Gesamtszenario, was wir haben. Wenn es wirklich jetzt so kommt, dass wir nochmal einen weiteren Abwärtsschlag, dann, ja, eine signifikante Abwärtswelle an den internationalen Aktienmärkten sehen und das geht jetzt wirklich schnell bis Oktober und wir sehen vor allen Dingen eine Bereinigung des strategischen Optimismus, dann wäre es wirklich auch mit Blick auf das vor uns liegende Jahr 2016 positiv zu sehen. Was Gift für den Markt wäre, das möchte ich auch nochmal ganz klar sagen, wäre tatsächlich ein Crash auf Raten. Das heißt, dass wir einfach immer weiter runtergehen und die Masse der Marktteilnehmer aber nicht zum Ausstieg bereit ist, dass sozusagen dieser strategische Optimismus, den ich Ihnen auch gezeigt habe, wenn der einfach nicht aus dem Markt weichen will, dann müssen wir unser Szenario dahingehend ändern, dass wir dann auch einen Bärenmarkt erwarten. Wie gesagt, momentan fehlen dazu die charttechnischen Anzeichen und deshalb sind wir noch nicht so ganz pessimistisch, sondern sehen durchaus die Chance, dass es jetzt nochmal zu einer Bereinigung kommt. Die muss allerdings auch wirklich dann stattfinden, dass wir dann auch wieder positiv sein können. Und ja, dann ist möglicherweise im Q4 jetzt ein lukrativer Swing Trade auch auf der Oberseite drin. Ja, das war's dann von meinem Aktienmarktteil. Mal kurz zum Fazit kommen, eine kleine Zusammenfassung, was wir jetzt gesehen haben. Die erste These, die Erholungsbewegung im Aktienmarkt ist noch nicht abgeschlossen. Das heißt, wir sind momentan in einer sehr volatilen Phase, die auch
ja, tradingmäßig fast gar nicht abzugreifen ist. Aber da sollte durchaus nochmal eine Bewegung auf der Oberseite kommen. Mittelfristig haben wir noch keinen Bodenbildungsprozess. Zumindest ist dies jetzt nicht absehbar. Wir haben auch keine Anzeichen dafür, dass sich ein zweites Standbein herausbildet. Insgesamt ist einfach das strategische Sentiment noch zu positiv, das ist, was ich eben auch ein bisschen ausführlicher dargestellt hatte. Solche Schlagzeilen, wie Sie jetzt aktuell sehen, kommen eben nicht an wichtigen Aktienmarkttiefs. Und daher ist insgesamt unsere Prognose, dass wir mindestens noch ein weiteres Abwärtsbein zu erwarten haben. Und wahrscheinlich geht das auch eben mit neuen Tiefs einher, das heißt im DAX unterhalb 9340 und im S&P 500 unterhalb von 1867 war das Tief, genau. Ja, gut, Christoph, wenn irgendwelche Fragen auftauchen. Ja, Fragen sind da, und zwar gleich mal eine, und zwar hast du vorhin den Vergleich mit den 38 Tagen gebracht, und da kam die Frage eben auf die Regelmäßigkeit der 38 Tage. Ja, also ich würde sagen, diese 38 Tage sind fast Zufall, möchte ich fast sagen. Ich habe mir natürlich jetzt nicht nur diese beiden Crashes angeschaut, sondern auch ja, in den letzten Jahrzehnten die Crash-Bewegung. Und ich wollte nur diese zwei speziellen Crashes darlegen, weil es einfach die zwei jüngsten Crashes waren und die auch insbesondere jetzt seit Beginn des 2009er Bullenmarktes uns jetzt schon getroffen haben. Also dass es ausgerechnet 38 Tage sind, das war jetzt Zufall. Was ich damit aber aufzeigen wollte, ist, dass es einen gewissen zeitlichen Abstand zwischen den Abwärtswellen geben muss, dass sozusagen die zweite Abwärtswelle nicht schon ein paar Tage nach der Erholungsbewegung kommt, sondern dass die Erholungsbewegung eben auch noch ein bisschen Zeit benötigt, bevor dann der nächste Schlag nach unten kommt. Das war eigentlich die Intention, die ich damit zum Ausdruck bringen wollte. Okay, wunderbar, danke. Und dann kam noch eine Frage mit dem zum hohen Optimismus, den du vorhin gezeigt hast, ob das nicht zusammen oder auch mit zusammenhängt mit der EZB-Politik. Ja, absolut. Das habe ich im Prinzip so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen. Warum die Marktteilnehmer so stur optimistisch sind. Darüber können wir natürlich nur spekulieren. Das mag mit dem EZB-Lockerungsprogramm zusammenhängen, dass man sich sozusagen dadurch durch diesen Draghi-Put, dass man sich ein Stück weit in Sicherheit wiegt. Also uns kann nichts passieren. Aber es kann natürlich auch eine sehr viel banalere Ursache haben. Das ist eigentlich so meine Theorie oder meine These. Und zwar, die Marktteilnehmer sind einfach auf diese steigenden Kurse konditioniert. Sie haben gelernt, dass jeder Rückschlag, ja, jede Korrektur am Aktienmarkt in der Vergangenheit oder in der jüngeren Vergangenheit eine lukrative Kaufgelegenheit war. Und wir hatten sehr, sehr viele sogenannte V-förmige Erholungsbewegungen, jeweils nach Korrekturen. Und da haben die Aktienmarktteilnehmer gelernt, so, ich muss sofort wieder dabei sein, jede Schwäche muss ich zum Kauf nutzen, also muss ich wieder auf den Zug aufspringen. Und im Prinzip hat das mit einer, also psychologisch hat das mit einer Urangst der Marktteilnehmer zu tun, nämlich der Angst, etwas zu verpassen. Und genau das, genau dieses Sentiment, das haben wir momentan jetzt. Und nur so kann ich mir eigentlich diesen sturen strategischen Optimismus erklären. Wie gesagt, andere Erklärungsansatz ist eben der Draghi-Put. Aber meine These ist eigentlich, dass das Ganze für eine viel banalere Ursache hat, nämlich dass die Marktteilnehmer einfach auf steigende Kurse konditioniert sind. Okay, wunderbar, super. Dann Armin, dir vielen Dank, und dann würde ich sagen, Dirk, du machst weiter mit dem Rentenmarkt. Gut, dann übergebe ich an Dirk. Dauert einen kleinen Moment. Ja, vielen Dank, Armin. Auch wenn der Ausblick alles andere als besonders bullisch ist, glaube ich, war es auch doch sehr interessant, und ich kann mich eben eigentlich, wie gesagt, nur anschließen. Das ist von uns beiden das, was wir erarbeitet haben, auch unsere Sichtweise. Es bleibt natürlich interessant, Aktienmarkt, gerade die Konditionierung, die der Kollege angesprochen hat, auch in den nächsten Wochen sich mal genauer anzuschauen. Aber das Phänomen, was ich einfach auch kenne und gesehen habe, ist, dass viele einfach dahingehend glauben, jeder Einschlag, das ist ja eigentlich schon der günstige strategische Kaufpunkt, um wieder mittel- bis langfristig viel Geld zu verdienen, und das muss erst aus dem Markt draußen sein, weil ich denke mir mal, im Gegensatz zu den deutlicheren Konsolidierungsbewegungen der Vergangenheit haben wir doch momentan nicht schon eine etwas stärkere Eintrübung der Charttechnik.
Das hat ja auch der Kollege gerade alles dargelegt. Und von daher zumindest, das ist auch meine Erwartungshaltung, noch einmal eine zweite, schärfere, abwärtsgewichtete Bewegung, vielleicht sogar mit einem neuen Tief. Gut, wenn es dann keine Fragen mehr gibt, dann würde ich gerne die weiteren Assetklassen ein klein wenig stärker beleuchten, ein Update geben zu dem, was ich jetzt auch schon vor 2 Wochen hier genannt hatte, nämlich zum Rentenmarkt, zum Bund Future, mir nochmal genauer anschauen möchte, zum US-Dollar gegenüber dem Euro ein Update geben und am Schluss dann noch ein paar Worte zu Rohöl und Gold verlieren. Beginnen möchte ich jedoch im Gegensatz zu dem vor 2 Wochen, was ich hier gesagt hatte, jetzt mit dem Bund Future, mit dem Rentenmarkt, da hatte ich nicht so viel Zeit, da möchte ich jetzt ein bisschen stärker drauf eingehen. Und als erstes, das habe ich ja auch vor 14 Tagen gezeigt, als erstes auf die Zyklentechnik eingehen. Und zwar, auch das hat der Kollege ja schon erwähnt, auf den US-Präsidentschaftszyklus, aber jetzt für den Rentenmarkt stärker einzugehen. Was ich hier gemacht habe, das ist in diesem Zyklus einmal auf Basis der letzten 4 Jahre abgetragen. Und dieser graue Bereich, das ist der idealtypische Zinszyklus, der auf Basis des US-Präsidentschaftszyklus abzuleiten ist. Für die USA ist das allerdings ausgerichtet. Und das Interessante, das habe ich dann dieser orangen Linie gegenübergestellt in den letzten 4 Jahren, der tatsächliche Verlauf. Und man sieht doch, dass wir schon einen sehr ähnlichen Kursverlauf gesehen haben mit dem Zinszyklus, mit dem idealtypischen und dem tatsächlichen von diesem aktuellen Zyklus, wo wir uns befinden. Und wenn wir in das letzte Jahr springen hier, wir haben ja das sogenannte Vorwahljahr, nächstes Jahr ist ja dann US-Präsidentschaftswahl, da haben wir eigentlich als typischerweise so einen Zyklus, dass wir am Jahresanfang eher mal steigende Zinsen zu erwarten haben und dass so ab Mitte des Jahres dieser Zinstrend sich umkehrt. Und wenn man sich anschaut, also insgesamt ein ganz guter Fit zwischen der historischen Entwicklung, die wir ableiten können, und dem tatsächlichen Kursverlauf, sollten wir erwarten, dass die Zinsen noch einmal deutlich zurückkommen, zumindest nach diesem Fahrplan als Baupause, wenn Sie so wollen, nach diesem US-Präsidentschaftszyklus. Das ist natürlich klar, für den US-Zinsen, 10-Jahres-Anleihenzinsen ausgerichtet. Jedoch, wir haben ja eine recht hohe Korrelation zwischen den US-amerikanischen Zinssätzen und den deutschen oder europäischen Zinssätzen. Und von dieser Seite aus können wir, glaube ich, das sehr gut auch für den deutschen Markt ableiten. Gehe ich einen Schritt weiter, kriege ich eigentlich noch eine Ergänzung, wenn ich ein bisschen den Blickwinkel für die Zinsen am langen Ende am Kapitalmarkt mir genauer anschaue, dass wir eigentlich eher nochmal die Entlastung auch von Seiten der Intermarktanalyse haben. Das heißt also, dass insbesondere die Rohstoffpreise alles andere als inflationäre Prozesse andeuten und unter diesem Aspekt einfach auch hier eher nochmal ein günstiges Umfeld, dass die Zinsen doch nochmal zurückkommen können. Also ich hier habe blau, das sind die sogenannten MGB-Mittelindex, die NE-Metalle, also Aluminium, Kupfer, Zinn und Zink. Das sind die Rohstoffe, die stärker an der konjunkturellen Entwicklung dranhängen. Und die deuten weiterhin eigentlich weltweit an, dass wir alles andere als in einer Boomphase uns befinden, dass eher deflationäre Szenarien, restriktive Szenarien sogar, wenn man nur über den Rohstoffzyklus sich das anschaut, zu erwarten sind. Und unter diesem Aspekt ist also von der Zinsseite hier grünes Licht, dass wir weiterhin am Kapitalmarkt fallende Zinsen zu erwarten haben. Das ist das Umfeld. Komme ich, bevor ich zu den Charts, die Charts mir genauer anschaue, noch einmal zur aktuellen Stimmungsumfrage. Und das ist insbesondere auch beim Rentenmarkt eine ganz, ganz interessante Sache. Nicht so sehr im kurzfristigen Bereich. Von Sentix habe ich jetzt mal hier die Befragung der Marktteilnehmer mitgebracht. Dort sind wir jetzt so leicht wieder in den optimistischen Bereich reingegangen, sollte kurzfristig eine gewisse Belastung darstellen. Aber was ganz interessant ist, der Kollege hat es ja sehr schön gerade dargestellt, wenn man strategisch drauf schaut, wo erwarten die Marktteilnehmer eigentlich, wo die Zinssätze hinlaufen, beziehungsweise der Bund Future, der ja der Kehrwert des Zinssatzes darstellt, dann sehen wir, dass wir einen sehr ausgeprägten Pessimismus eigentlich haben, gehabt haben, insbesondere in den letzten Monaten, dass der aktuell allerdings überhaupt nicht aus dem Markt rausgegangen ist. Man sieht, dass im Gegensatz zum Aktienmarkt hier eine total andere Stimmung da ist. Beim Aktienmarkt ist man strategisch, also auf Sicht der nächsten 6 Monate, sehr, sehr positiv, am Rentenmarkt genau das Gegenteil. Und das ist für mich auch der Bereich, wo die größte Überraschungspotenzial für den Markt da ist, dass wir durchaus nochmal eine Chance haben, dass die Zinsen
runterkommen, gegebenenfalls sogar nochmal die absoluten Hochs beim Bund Future bzw. die niedrigen Zinssätze bei den 10-Jahres-Zinssätzen noch einmal getestet werden, vielleicht sogar wir in das negative Zinsumfeld nochmal reinstoßen, nur allein auf Basis dieser Bereinigung auch des strategischen Pessimismus, den wir im Rentenmarkt drin haben. Wenn ich mir dann jetzt den Chart anschaue, Bund Future, wir haben gesehen, mit dem schwachen Aktienmarktentwicklung Anfang August hat der Bund Future hier eine schöne Entwicklung nach oben etablieren können und insbesondere haben wir gesehen, Mitte August hier dieser Ausbruch über diesen charttechnischen Widerstand bei 155,4. Eigentlich ein sehr, sehr bullisches Signal und dann ist es das, was passiert ist, was wir in einigen Assetklassen, wo ich gleich später jetzt nochmal drauf komme, was wir erkennen können, ein Ausbruch, der nicht nachhaltig war. Man kann so ein bisschen hier von der Bullenfalle sprechen, das ist gerade im kurzfristigen Zeithorizont, man hat es ja gesehen, ein sehr negatives Zeichen gewesen. Der Markt ist deutlich heruntergekommen, trotzdem, wie gesagt, es hat sich noch hier dieser aufwärtsgerichtete Trendkanalcharakter bestätigt. Und unter diesem Aspekt, mit diesem ganzen Umfeld, was ich gerade gezeigt habe, gehe ich nochmal davon aus, dass wir eine gute Chance haben, dass der Bund Future ansteigt, insbesondere auch diesen charttechnischen Widerstand um 155,40 nach oben überschreitet, um dann auch nochmal Potenzial in Richtung Allzeithoch 160, aber vielleicht sogar bis in Richtung 158,50, diesen charttechnischen Widerstand zu nehmen. Also alles das ist so das Szenario, was wir momentan nicht präferieren. Dieses Szenario ist allerdings gerade dann entscheidend und wichtig, wenn wieder die Safe Haven Funktion, das heißt, wenn also wieder Risiken an die Finanzmärkte reinkommen, wenn insbesondere der Aktienmarkt deutlicher nochmal seine zweite Ausverkaufsbewegung sieht, dass wir dann hier eine gute Chance haben, einen Impuls zu setzen, um dass wir gegebenenfalls dann auch nochmal in Richtung Allzeithoch hier laufen. Also, Sie sehen das Szenario, schwacher Aktienmarkt eher in Richtung Rentenmarkt. Ich nehme es vorweg, nicht so sehr in Richtung Gold, sondern eher hier in den Rentenmarkt dann die Liquidität fließen sollte. Gut, dann würde ich, Christoph, wenn du zum Rentenmarkt keine Fragen hast, schon die nächsten Assetklasse ansprechen. Dann würde ich vorschlagen, geh zu US-Dollar-Euro. Alles klar, dann mache ich das. Gut, mache ich das doch. Gerne. US-Dollar zum Euro. Und ich habe es auch schon die letzten Male, wie ich auch die verschiedenen Assetklassen analysiert habe, immer wieder erwähnt, dass gerade hier die Währung und gerade hier auch der US-Dollar gegenüber dem Euro auch ganz, ganz wichtigen Einfluss insbesondere auf die gesamte Rohstoffpreisentwicklung komme. Wenn Sie die Charts sich miteinander vergleichen, gerade auch Gold gegenüber US-Dollar, Euro, also Gold natürlich im US-Dollar basiert, haben wir eine sehr ähnliche Kursentwicklung. Komme ich aber zunächst einmal zum US-Dollar und da ist es ja, weil haben wir auch ein Umfeld momentan nicht, das alles andere als günstig zu interpretieren ist. Wir haben ein saisonal sehr schwaches zweites Halbjahr, traditionell, das können wir ableiten, zwischen Juli bis Oktober ein Umfeld, was nicht günstig ist. Also unter dem Aspekt, die Stärke vom Euro, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, passt sehr gut in diese zyklische Schwäche hinein, in diese saisonale Schwäche hinein. Was allerdings gerade unter dem Aspekt, ja, der Euro sollte eigentlich jetzt ein bisschen zur Stärke kommen in den letzten Wochen, was mich ein bisschen ja nicht so positiv hier überzeugt, ist, dass wir eigentlich von der Zinsseite eine starke Unterstützung für einen festen Euro haben. Das soll diese Grafik hier dokumentieren. Was ich hier Ihnen aufgezeigt habe, die blaue Linie, das ist der Zinsunterschied zwischen den deutschen und den US-amerikanischen 10-jährigen Anleihenzinssätzen. Und Sie sehen, die deutschen Zinssätze von den deutschen Anleihen sind deutlicher gestiegen, das heißt, die Attraktivität des Euros hat hier stark zugenommen und normalerweise wäre dann auch hier eher eine stärkere aufwärtsgerichtete Bewegung beim Euro zu erwarten gewesen, nur auf Basis dieser Zinsdifferenz. Was ist allerdings passiert? Sie sehen selbst, ich habe es schon mal hier eingezeichnet, eher mal so eine seitwärtsgerichtete Bewegung. Es ist natürlich schon ein Zeichen, dass wenn diese Zinsunterstützung halt nicht so hilft, dass dann eigentlich auch mittelfristig weiterhin Schwäche zu erwarten ist, dass also ein fester US-Dollar zu erwarten ist und dass der Euro dann doch nochmal in Richtung Schwäche neigen sollte.
Zum Sentiment hier als abschließende Betrachtung, auch die Befragung von Sentix, die durchgeführt wurde. Einmal kurzfristig die linke Grafik. Wir hatten einen leichten Optimismus, wir sehen das sehr schön in den letzten Wochen gehabt, gerade wie der Dollar hier zur Schwäche geneigt hat und der Euro gezeigt hat, oh, jetzt habe ich eine Chance auf den Bodenbildungsprozess. Das hat sich jetzt in den vergangenen Wochen, zwei Wochen genau, wieder leicht ins Gegenteil umgekehrt. Wir haben jetzt wieder einen Pessimismus, zwar keinen hohen Pessimismus, aber schon wieder im kurzfristigen Bereich einen Pessimismus, den wir ableiten können. Strategisch bleibt es dabei, ist die Ausrichtung der Marktteilnehmer eher pessimistisch für den Euro und eher positiv gestimmt für den US-Dollar. Hier wäre mehr oder weniger bei einer Stärke eines Stärkes, charttechnischen Stärkebeweises vom Euro durchaus strategisch mehr drin, um hier einen Impuls zu setzen, allein nur von der Sentiment-Betrachtung her. Aber ich muss doch sagen, es ist noch alles andere als überzeugend, hier in Richtung Bodenbildungsprozess zu denken, nur weil wir einen strategischen Pessimismus haben beim Euro. Da brauche ich einfach einen charttechnischen Stärkebeweis, der, Sie sehen es hier sehr schön, bisher einfach nicht geliefert wurde. Ganz im Gegenteil, viele Marktteilnehmer und technische Analysten haben mich auch darauf angesprochen, dieser Ausbruch, den wir hier gesehen haben, Mitte August, über die 1,15 war eigentlich das Signal in Richtung Abschluss eines Bodenbildungsprozesses, Stärke in Richtung Euro, der US-Dollar wird schwach. Und Sie haben gesehen, nur ein paar Tage später wurde das alles wieder konterkariert. Und das ist auch eine Gefahr, dass sich hier quasi fast schon wieder so etwas ähnliches wie eine Bullenfalle herausgebildet hat. Die 200-Tage-Linie ist unterschritten worden. Und für mich sieht es jetzt danach aus, dass wir zunächst einmal die nächste Bewegung in Richtung dieser Unterstützungszone 1,10 sehen, also wo hier auch dieser aufwärtsgerichtete Trendkanal, die untere Begrenzung des aufwärtsgerichteten Trendkanals verläuft. Ich könnte mir sogar gut vorstellen, dass wir sogar die 1,08 nochmal antesten, diesen gesamten charttechnischen Unterstützungsbereich, bevor wir dann eine nächste Welle, Kaufwelle sehen, die gegebenenfalls dann auch den Euro zur Stärke neigen lässt. Aber momentan nicht. Das wäre auch passend vielleicht zu einem schwachen Aktienmarkt dann, die nächste aufwärtsgerichtete Bewegung für den Euro. Aber aktuell kann ich das unter charttechnischen Aspekten nicht herleiten. Ja, als letztes dann ein Blick noch auf die Rohstoffe. Und ich habe die Verzahnung so ein bisschen versucht darzulegen zur Währung. Rohstoffe werden sehr stark beeinflusst über die Währung. Gerade der US-Dollar spielt hier einen wichtigen Faktor. Zunächst einmal ein Blick aufs Rohöl und zunächst einmal auch insgesamt mal ein Blick auf die allgemeinen Rohstoffmärkte. Das hatte ich auch schon öfters in den vergangenen Monaten Ihnen mal wieder hier an der Stelle gezeigt, dass wir so eine zweigeteilte Bewegung nach der Finanzkrise 2008 bei den Rohstoffmärkten ableiten können. Zunächst einmal so von 2008 bis Mitte 2011, wo Inflationssignale erwartet wurden von vielen Marktteilnehmern, die dazu geführt haben, dass die ganze Rohstoffklasse explodiert ist von Preisen. Und diese Bewegung ist Mitte 2011 mit dem Ende von QE2 und von der Fed zum Erliegen gekommen. Und es hat sich genau das Gegenteil mehr oder weniger durchgesetzt. Deflation ist das Thema schlechthin. Und sieht es wenig gerade in diesem übergeordneten Szenario danach aus, dass wir diese deflationären Prozesse zu einem Ende bringen, auch wenn hier die EZB ja versucht, mit allen Mitteln dagegen zu halten. Zunächst einmal zum Rohöl. Sie sehen, wir haben mit dem September so den letzten goldenen Sommerurlaub, den letzten goldenen Sommermonat, und der deutet doch an, dass wir hier aktuell noch ein gutes Umfeld haben, aber wenn es kalt wird draußen, dann ist Öl keine gute Alternative, zumindest wenn man diesen saisonalen Zyklus zugrunde legt. Sie sehen selbst oben die durchschnittliche Rendite im Oktober, November, Dezember absolut negativ und auch unterproportionale Wahrscheinlichkeit von positiven Monaten. Und das deutet darauf hin, dass also hier Öl, die ja aktuell eine sehr, sehr interessante aufwärtsgerichtete Bewegung gezeigt haben im kurzfristigen Zeithorizont, eher mal sehr vorsichtig zu handhaben ist, dass wir auch eher nochmal erwarten, dass wir von der saisonalen Seite her noch einmal einen deutlichen Druck erhalten aufs Rohöl. Und da komme ich gleich zum Chart, weil der ist sehr, sehr spannend, weil hier hat sich einiges getan.
Wenn man sich das zunächst einmal vielleicht von den längerfristigen Chartbetrachtungen sich genauer anschaut, dann sehen Sie sehr schön, dass wir hier sowas Ähnliches wie eine Konsolidierungsflagge, gegebenenfalls war es auch ein Wimpel gewesen, nach unten aufgelöst haben. Wir haben ein neues Tief etabliert, was eigentlich ein extrem negatives Signal war. Es war hier zu erwarten gewesen, dass wir die nächste Marke nach unten, nämlich in Richtung 30, 32 US-Dollar pro Barrel gehen würden. Das hat sich nicht bewahrheitet, ganz im Gegenteil. Wir haben hier auf Basis der Wochencandle einen Hammer herausgebildet vorletzte Woche und dann letzte Woche eine Bestätigung mit einer weißen Kerze. Wenn man sich insgesamt dieses Konstrukt anschaut, charttechnisch, candlestick-technisch, dann haben wir sogar ein sehr, sehr positives Kaufsignal generiert mit einem Morningstar. Und ja, was wir jetzt brauchen, ist die Anschlussdynamik insgesamt. Wenn man sich das nochmal klar anschaut, die Dynamik, die nach unten etabliert wurde, ist schon brutal, ist schon wirklich massiv. Um so einen Trend umzukehren, bedarf es natürlich weniger als nur dieses mögliche Morningstar mit einem Kaufsignal. Ich brauche die Bestätigung. Für mich wäre hier eine Bestätigung gegeben, wenn wir erst das 38,2% Fibonacci Retracement der letzten abwärtsgerichteten Welle von Mai bis August, wenn wir das sozusagen überwinden könnten. Das ist hier die 52,4, eine ganz, ganz wichtige Marke für mich. Wenn wir darüber rausgehen, dann könnten wir nochmal einen Schub kriegen. Das wäre wahrscheinlich der Fall, wenn wir auch einen schwachen US-Dollar sehen würden, wenn der Euro zu Stärke neigen würde, dann hätten wir hier vielleicht auch mal nochmal mehr Fantasie im Rohölsektor. Sonst muss ich sagen, leider nichts anderes wie eine sehr deutliche, sehr interessante Gegenbewegung, aber die mittelfristig abwärtsgerichteten Trendbewegungen, die bleiben bei Rohöl meines Erachtens nach intakt. Komme ich zum Abschluss zum Gold und da ist es natürlich ja ein ganz besonderer Monat, in dem wir uns aktuell befinden. Gold unter saisonalen Aspekten im September, das ist der goldene Monat. Ich habe Ihnen hier mal die durchschnittliche Rendite mitgebracht, der letzten 50 Jahre von Gold. Und da ist es so, dass im September traditionell der beste Monat von Gold abzugreifen ist. Sie sehen überproportional hohe Gewinnwahrscheinlichkeit eines positiven Monats und auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Monat dann positiv ist, deutlich über 60%. Also hier befinden wir uns aktuell auch in einem günstigen Umfeld und das muss immer im Hinterkopf behalten werden, weil die kommenden Monate nicht so positiv zu interpretieren sind. Ganz wichtig, Gold, natürlich Krisengewinne, aber mich hat gerade die letzte Aktienschwäche ein bisschen enttäuscht. Wo ich wirklich Gold als Krisengewinner sehe, ist insbesondere im Rohstoffbereich. Ich würde deswegen und bin auch Fan davon zu sagen, wenn der Aktienmarkt noch einmal deutlich herunterkommt, sollte eher der Rentenmarkt davon profitieren und nicht so sehr Gold. Natürlich wird auch Gold gut oder besser performen, insbesondere als der Aktienmarkt, klar, aber ich denke mal, es wird mehr Kapital in den Rentenmarkt rübergeführt. Das war zumindest ist meine Erwartungshaltung. Sie sehen gegenüber dem Energy Base Metal Index, war diese Aktienschwäche, hat schon dazu geführt, dass Gold eine Outperformance aufgezeigt hat. Wie gesagt, ich erwarte gerade unter diesem Aspekt Gold im Bereich Rohstoff als interessantes Asset, wenn der Aktienmarkt nach unten geht. Sonst bin ich weiterhin sehr, sehr vorsichtig bei Gold. Hier auch insbesondere, wir haben gesehen in den letzten Monaten, also so, es war so Juli, zwischen Juli und August, wo die Befragung aufgezeigt hat, dass dieser hohe Optimismus, den wir in den letzten Jahren immer wieder beim Gold gesehen haben von Seiten der Marktteilnehmer, dass der tatsächlich mal aus dem Markt rausgegangen ist. Aber Sie sehen selbst mit der Erholungsbewegung, der Gegenbewegung der letzten Wochen, ist Gold so wieder in den Bereich reingekommen, wo sich schon langsam wieder so ein strategischer Optimismus aufbaut und das gefällt mir einfach nicht für einen Bodenbildungsprozess. Und unter diesen Aspekten bleibt es dabei, wenn dann nur eine Erholung. Für mich, und das sehen Sie vielleicht ganz schön auch, ist der Goldverlauf fast so ein Spiegelbild zur US-Dollar gegenüber dem Euro. Mit diesem schwachen US-Dollar, mit dem starken Euro, hat auch der Goldpreis eine positive Performance aufgezeigt. Die Widerstandsmarke um 1140 Punkte wurde nach oben überschritten. Aber dann auch mit dem schwachen US-Dollar wurde dieses ganze positive Signal wieder konterkariert.
für mich ist deswegen auch kurzfristig Gold unter Druck und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wir nochmal die Tiefs testen. 1085 in diesem Bereich haben wir ja eine Projektion auf Basis der letzten Erholungsbewegung, dass wir vielleicht nochmal da runtergehen, einen Test machen. Und dann, wenn auch dann der September so langsam zum Ende kommt, vielleicht haben wir dann eine Chance, mit einem schwachen Aktienmarkt auch nochmal eine sehr gute Performance bei Gold abzugreifen. Das liegt allerdings wirklich dann unter Asset-Allocation-Gesichtspunkten, also unter dem Aspekt, welche Asset-Klasse soll ich eher mal kaufen. Risiken kommen rein beim Aktienmarkt, dann gehe ich eher mal in den Rentenmarkt, Kapitalmarkt rein oder etwa auch bei Gold. Da sehe ich den nächsten Trigger. Sonst charttechnisch bleibt es dabei und bleibt es leider auch dabei bei dem übergeordneten Blickwinkel, den ich vom 8-Jahres-Zyklus abgreifen kann. Da befinden wir uns ja in diesem 5 Jahre negativen Zyklus und das heißt, dass wir bis Ende 2016 noch ein ungünstiges Umfeld für Gold haben mit diesem ganz längerfristigen Zyklus und ich durchaus noch die 800 US-Dollar für den Gold-Unze mir noch gut vorstellen kann. Ja, Christoph, viel Information von meiner Seite. Hast du denn ein paar Fragen, die reingekommen sind? Eine Frage habe ich und zwar, ob Gold laut deiner Charttechnik ja auch nicht mehr ein Safe Haven quasi ist, also ja, der Zufluchtsort quasi. Ja. Ja, das war, ich habe gerade nochmal den Chart aufgerufen. Wir haben zwar gesehen, dass Gold in dieser Phase, wo auch die Aktienmärkte zur Schwäche geneigt haben, schon eine gute Performance aufgezeigt hat, aber ich glaube auch die Überzeugung bei vielen Marktteilnehmern, dass das jetzt hier der Boden ist, dass wir unbedingt in Gold reingehen müssen, dass das nicht überzeugend ist. Also charttechnisch kann ich diese Sicherheitsaspekt bei fallendem Aktienmarkt unbedingt dann auch hier strategisch in Gold reinzugehen, kann ich noch nicht befürworten. Es wird, wenn der Aktienmarkt runterkommt, schon auch eine Bewegung zugunsten von Gold laufen, allerdings alles das nur Gegenbewegung in einem weiterhin, Sie sehen das ja, sehr dynamisch intakten, abwärtsgerichteten Trendverlauf. Wunderbar. Also im Moment sind keine weiteren Fragen da. Prima. Ja, dann würde ich sagen, gerne, wenn noch Fragen reinkommen, mein Kollege und ich werden sie heute Abend bzw. morgen Vormittag beantworten. Und ich würde mich freuen, wenn noch ein paar Fragen kommen von Ihrer Seite. Wenn nicht, Christoph, hast du noch ein paar abschließende Worte? Es kam gerade noch eine Frage, und zwar, ob du noch was zum langfristigen Zyklus von Gold noch etwas Näheres sagen könntest. Aber gerne. Hier habe ich die Grafik und das ist ein Zyklus, der bei uns in der technischen Analyse schon Jahrzehnte, muss ich sagen, ich bin ja schon fast 25 Jahre dabei, schon länger diskutiert haben. Ich bin immer sehr skeptisch, inwiefern so einfache Zyklen ihre Fortsetzung finden. Aber das, was wir ableiten können, und ich habe das mal ganz langfristig mitgebracht, seit den 70er Jahren, so ein 8-Jahres-Zyklus. Und dieser 8-Jahres-Zyklus speist sich dahingehend, dass man sieht, das sind diese dunklen, diese grauen Bereiche, dass wir 3 Jahre lang einen positiven Preistrend haben bei Gold und der wird dann abgelöst von 5-jährigen Schwächenperioden. Und das hat sich eigentlich, ich habe das mal hier so eingezeichnet, recht günstig in diesen letzten Jahrzehnten immer wieder gespiegelt. Der einzige Faktor, wo es nicht der Fall war, das war in diesem 2 Jahren Bullenmarkt, der sich hier etabliert hat. Dort war diese Schwächeperiode, ist sozusagen aufgehoben worden und wir haben eine dynamische, aufwärtsgerichtete Bewegung gesehen. Aber seit halt 2011 passt es wieder ganz gut. Wie gesagt, 2011 am Peak und dann jetzt 5 Jahre, das heißt also bis Ende, Mitte 2016, ist dieser Zyklus negativ zu interpretieren. Ich habe diesen Zyklus schon 2011 gezeigt bei einigen Präsentationen und habe dafür einiges an Prügel einstecken müssen, weil natürlich die Erwartungshaltung davor, dieser dynamische, aufwärtsgerichtete Impuls, der war so in den Köpfen von den Marktteilnehmern drin und ich war da sehr skeptisch, dass es so weitergeht und deswegen bringe ich diese übergeordneten Blickwinkel auch gerne hier mit. Das ist auch nur ein ganz einfacher Fahrplan, aber als Blaupause ganz gut zu nutzen. Sehr interessant. Letzte Frage noch und zwar, hast du noch eine Einschätzung zu Kupfer? Nicht direkt. Die NE-Metalle sind jetzt stärker runtergekommen. Ich habe mir jetzt Kupfer nicht nochmal einzeln angeschaut. Insgesamt
habe ich nichts, sehe ich nichts anderes wie eine Erholungsbewegung für, das gilt jetzt für alle NE-Metalle, also Aluminium, Kupfer, Zinn und Zink, Erholungsbewegung nach oben und noch keinen Bodenbildungsprozess, den ich hier ableiten kann. Also es gilt genauso für Kupfer. Okay, wunderbar. Dann, meine Damen und Herren, kleinen Moment. So, jetzt zeige ich Ihnen meine letzte Folie nochmal. Ich bedanke mich zuerst mal bei Ihnen für Ihre Teilnahme, auch bei meinen beiden Kollegen Dirk und Armin. Vielen Dank für die vielen neuen Erkenntnisse. Und mir bleibt Ihnen nur noch das Thema nächste Woche ans Herz zu legen, Marktanalyse und Trading 2.0, also die Live-Analyse mit der Trading-Gruppe. Wie gesagt, vielen Dank für die Teilnahme. Ich wünsche Ihnen allen jetzt noch, uns allen jetzt noch einen schönen Abend und dann bis nächste Woche. Tschüss.